heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar ein Produktvideo. Da ist übrigens Foxy. Die ist immer mit dabei. Und wenn es zwischendurch laut wird, dann ist das Mr. Mimmels, der in seinem Käfig randaliert. Aber nochmal zum eigentlichen Video. Und zwar geht es heute um ein total tolles Produkt. Und zwar um das FX Kids Lederzauber. So sieht es aus. Ja, es ist rosa, was soll ich sagen? Ich war im Reitladen, habe Lederpflege gesucht und ja, die kennen mich da ganz gut, würde ich mal behaupten. Und ja, sagten direkt so, ja, Anna, wir haben da was für dich. Es ist rosa. Ich so, rosa, ja. Ich wollte zuerst irgendwie nicht kaufen, weil ich dachte, vielleicht lacht mich dann jeder aus. Aber es war nicht so. Ich kann es gut benutzen. Und ich habe jetzt hier auch mal meinen Halfter mitgebracht. Ich habe ja so einen Lederhalfter, um euch mal zu zeigen, dass es auch wirklich gut ist. Also ich dachte zuerst, naja, wenn es für Kinder ist, vielleicht putzt das nicht so wie erwachsene Lederpflegezeug. Es ist aber wirklich gar nicht so. Es putzt genauso gut. Ich habe schon meine Trense damit geputzt und meinen Sattel und den Sattelgurt. Und jetzt habe ich hier, wie gesagt, meinen Halfter. Und das ist halt mega dreckig. So. Ja. Das ist halt mega dreckig, das werde ich gleich einmal putzen. Aber zuerst testen wir das einfach mal. Oder ich bewerte es einfach mal. Ja. Fangen wir mal mit der Verpackung an. Die finde ich total süß. Da einfach wegen diesen kleinen Pferdchen hier. Ich weiß gar nicht. Sieht man das? Ja. Wegen den Pferdchen finde ich das total niedlich. Und es ist halt rosa. Und ich finde es total cool, dass das hier wie so ein Seifenspender ist, was man einfach drücken kann. Das bleibt halt einfach sauber. Also ich habe das sonst immer bei ganz vielen Tuben, wo man halt was rausdrückt. Ja, dass dann der Deckel total verschmiert ist oder dass ständig was daneben geht. Und das ist einfach super leicht zum Dosieren. Und ja, deswegen finde ich die Verpackung schon mal richtig gut. Hier steht auch drauf mit Himbeerduft. Probieren wir jetzt mal. Ja. Ja, riecht nach Himbeere. Also riecht natürlich nicht so wie frische Himbeeren, aber es riecht auf jeden Fall nicht nur nach Lederpflege. Und das kann ich auch bestätigen. Ich bin letztens geritten mit dem frisch geputzten Sattel und der Trense und mir schwappte immer so ein Himbeerduft entgegen. Es war ganz lustig. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Die Farbe ist toll, Geruch ist toll, die Verpackung ist süß. Kommen wir mal zum Live-Test und putzen mal das gute Halfter. So, ne, mit einem Drücker kriegt man hier so einen Klacks raus. Das reicht auch auf jeden Fall erstmal und dann wollen wir mal gucken, was das Zeug so verspricht. Also es riecht schon mal total super, muss ich ja nochmal sagen. Und es macht auch sauber. Das Halfter ist halt einfach auch alt mittlerweile und an der Nase auch schon so ein bisschen zerkaut, weil er es einmal mit auf dem Paddock bekommen hat, leider. Aber ansonsten sollte es ja wieder sauber gehen, wenigstens. Wenn die Kratzer auch nicht rausgehen, sollten wenigstens der Dreck runter. So. Von innen ist es auch vor allen Dingen so dreckig. Klar, liegt ja auch da immer am Pferd. Nehmen wir mal nochmal einmal nach. An Lederpflegemasse, Mittel. Gehen hier richtig in die Ecken rein. Ich weiß auch noch nicht, ob ich so das richtige Tuch habe. Manchmal denke ich mir, es wäre irgendwie besser, wenn ich so ein, ja, nicht kratzigeres Tuch hatte, aber eins, was gleichzeitig den Dreck auch so ein bisschen mehr noch wegnimmt. Also ich habe halt so ein glattes Tuch. Das ist halt super, wenn man wirklich nur Produkt auftragen will und leichten Schmutz, ja, wegwischen will. Aber um richtig was rauszukriegen, ist es halt dann irgendwie doch zu, ja, zu glatt. Es greift halt nicht an. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist ja so, wie wenn ich Dreck vom Pferd runterputzen möchte mit einem Lammfellhandschuh. Das funktioniert halt auch irgendwie nicht. Aber das hier funktioniert gerade tatsächlich gut. Ein bisschen anstrengend, weil der Lappen so doof ist. So. Nehmen wir mal nochmal. Also man braucht dann, ich merke es gerade, ich habe jetzt bin noch am Nasenriemen. Und habe jetzt das dritte Mal nachgedrückt. Dazu muss ich aber auch sagen, das läuft das halt wirklich ultra dreckig. Ich glaube, wenn man das öfter putzen würde, müsste man halt auch nicht so viel Pflegemittel nehmen. Man muss halt auch so ein bisschen schrubben, aber wie gesagt, das liegt, glaube ich, eher am Lappen.
So, aber man sieht, der Lappen wird immer dreckiger, das Hafter wird immer wieder schwärzer. Es tut auf jeden Fall, was es soll. Das ist doch die Hauptsache. So. Mir hat da was ins Ohr gegähnt. Ich weiß gar nicht, was hier heute Morgen los ist. Der Baubau ist dabei. Der Hase ist irgendwie dabei. Ja. Foxy möchte kuscheln. Foxy, wir drehen ein Video. Jetzt ist Foxy gerade egal. Ich werde mal versuchen, weiter zu putzen, trotz Baubau auf meinem Schoß. Scheint sich wohl zu fühlen. So, der Nasenriemen sieht jetzt schon wieder so aus. Von innen sieht er so aus. Zeige ich euch mal das Backenstück im Vergleich von innen, wenn ich das hinkriege. Ja. Ups. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt, aber das ist das Backenstück. Das ist halt noch sehr schmierig. Das ist der Nasenriemen. Also es funktioniert auf jeden Fall. Und also ich bin total zufrieden. Ich mag das halt total gerne. Also klar, das eine Kriterium war halt einmal, dass es schön aussieht. Aber es ist halt auch total super, dass es so einfach zu dosieren ist, wirklich. Es gibt nichts daneben, es rutscht nichts runter, es ist kein Deckel, der irgendwie versaut. Ja, man saut sich selbst nicht total voll. Also ich finde es echt total cool. Und dass es rosa ist, ist halt echt so ein nettes Bonus. Ja. Ja, es riecht halt auch einfach wirklich lecker. Es ist, also ich bin rundum zufrieden und kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da gerne auch mit putzen möchte und dass gerade auch Kinder, dafür ist es ja eigentlich gedacht, das heißt ja FX Kids, FX Kids, Lederzauber, dass gerade Kinder da vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß an der Lederpflege haben, als wenn sie jetzt so ein ödes, ja, Lederpflegeprodukt von irgendeinem Hersteller in die Hand kriegen, was so nach nichts riecht und was auch nach nichts aussieht. Und das ist halt wirklich schön und ich merke auch gerade, ich bin am Weiterputzen nebenbei. Und die Teile des Halfters, die jetzt nicht so viel Kontakt zum Pferd haben wie der Nasenriemen, weil das ist ja irgendwie immer am meisten und im Genick, also ich bin gerade an den Backenstücken, die gehen halt auch mit einem Mal sofort sauber. So, von außen ja sowieso. Jetzt sieht das Halfter auch schon wieder viel schöner aus. Ja, cool. Ich würde sagen, ich putze auf jeden Fall noch zu Ende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja, einige hatten sich gewünscht, dass ich von der Reitleggings von Wüstenstern mal ein Produktvideo mache. Das könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das auch interessiert. Und dann wurde ich auch gefragt, ob ich einen Produkttest über meine Reitstiefel machen könnte. Das könnte man ja vielleicht sonst auch verbinden. Genau, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!